Sehr geehrte Frau Professorin Priester, sehr geehrter Herr Fischer, sehr geehrter Herr Professor Müller, lieber Bürgermeister Jasper, lieber Herr Kollege Schäfer, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind überwältigt über den Zuspruch unseres sechsten und letzten Friedensgespräches in diesem Jahr. Im Namen der Universität Osnabrück und des Wissenschaftlichen Rats der Osnabrücker Friedensgespräche heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen. Was haben wir heute Abend vor? Wir wollen nichts weniger als dem aktuellen Zeitgeschehen einmal den Puls fühlen. Unser Titel Brexit, Trump und Populismus, das sind drei politische Paukenschläge, über die wir mit unseren Gästen nachdenken wollen. Sind sie so etwas wie vorübergehende Rhythmusstörungen im internationalen Staatengefüge, die immer mal vorkommen können? Oder haben wir es mit Symptomen einer echten Zeitenwende zu tun? Aus der Vogelperspektive, vielleicht auch aus der des akademischen Elfenbeinturms, könnte man meinen und zuversichtlich hoffen, dass die Dinge wieder zurechtgerückt werden. Denn ob der Brexit wirklich die EU erschüttern kann, ist doch noch die Frage. Präsident Trump scheint schon geschrumpft, vielleicht auch nicht. Dass er all seine erschreckenden Ankündigungen wahrmachen kann, ist inzwischen aber zweifelhaft. Und für die Partei des Rechtspopulismus in Deutschland, die AfD, stimmten bei der Bundestagswahl nur oder doch 12,6% und 87% haben anders gewählt. Andererseits sind die Paukenschläge, und das konnte man auch gestern bei der Eröffnung des Bundestages sehen, keineswegs wirkungslos verklungen. Erstmals geraten jahrzehntewährende Prozesse der Annäherung, der Verständigung und der Integration von Staaten und Gesellschaften in supranationalen Systemen ins Stocken. Die EU wird wohl erstmals kleiner statt größer. Die einst unverbrüchlich erscheinende deutsch-amerikanische Freundschaft erleidet durch einen amtierenden US-Präsidenten offensichtlichen Schaden. Und unter der Flagge eines vermeintlich von ihnen vertretenen, rassistisch unvermischten Volkes segeln politische Brandstifter und Geister einer unseligen Vergangenheit in die Parlamente. Und sie sonnen sich in der permanenten Beachtung und Berichterstattung durch die Medien. Drei Gäste, von denen wir hoffen dürfen, dass sie uns Orientierung, Erklärungen und vielleicht sogar Handlungsempfehlungen geben können, haben wir für heute auf das Podium gebeten. Und ich darf als Erste ganz herzlich die Kollegin Karin Priester von der Nachbaruniversität Westfälische Wilhelms-Universität Münster begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Priester. Sie sehen, Frau Priester möchte schon loslegen, aber ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Frau Priester, Sie haben dort seit 1980 viele Jahre eine Professur mit dem Schwerpunkt politische Soziologie wahrgenommen, sind seit einiger Zeit emeritiert, aber Sie haben Ihr Thema, den Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Europa, nie aus den Augen verloren. Frau Priester, meine Damen und Herren, studierte Romanistik, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft an den Universitäten in Köln, Aix-en-Provence, Berlin und Florenz. Sie promovierte im Fach Geschichte und habilitierte sich in Politikwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Professor Jan-Werner Müller, den ich ebenso herzlich begrüßen möchte, lehrt seit 2005 politische Theorie und Ideengeschichte an der US-amerikanischen Princeton University. Sein 2016 erschienenes Buch »Was ist Populismus?« ein Essay,
hat als Versuch, dem Thema des Populismus auf den Grund zu gehen, viel Anerkennung gefunden. Herzlich willkommen, Herr Müller. Herr Müller, Sie haben Politikwissenschaft an der FU in Berlin, in London und Oxford sowie auch bereits in Princeton studiert. Sie forschten und lehrten dann an mehreren Universitäten in Europa und den USA. Heute Abend in Osnabrück freuen wir uns auf Ihre Beiträge, insbesondere vor dem Hintergrund Ihrer Nahperspektive auf die USA und dessen Präsidenten. Meine Damen und Herren, wir haben geduldig einige Monate warten müssen, bis uns Außenminister AD Dr. H.C. Joschka Fischer seine Teilnahme am heutigen Abend bestätigen konnte. Bald nachdem Sie, lieber Herr Fischer, aus der aktiven Politik ausgestiegen waren, gründeten Sie in Berlin eine inzwischen sehr renommierte Beratungsgesellschaft und sind entsprechend viel gefragt und viel unterwegs. Aber auch als politischer Opinion Leader nehmen Sie weiterhin in den Medien zu aktuellen Zeitfragen Stellung. Als Mitbegründer der Partei Die Grünen kamen Sie 1983 in den Bundestag, wurden 1985 hessischer Staatsminister für Umwelt und Energie, ein Amt, das Sie erneut von 1991 bis 1994 innehatten. Wieder in den Bundestag gewählt, wurden Sie Fraktionssprecher von Bündnis 90 Die Grünen, bis Sie 1998 im Kabinett Schröder Bundesaußenminister und Vizekanzler wurden und bis zum Jahr 2005 amtierten. Und nun kommt wieder Princeton, denn 2006 wurden Sie dorthin eingeladen als Gastprofessor für internationale Wirtschaftspolitik. 2014 haben Sie Ihr sehr erfolgreiches Buch »Scheitert Europa« veröffentlicht und damit wäre ja genau eine der Besorgnisse formuliert, die uns im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema besonders umtreibt. Herzlich willkommen, Herr Fischer. Die Leitung auf dem Podium hat unser Kollege Professor Dr. Armin Schäfer, Politikwissenschaftler und Co-Direktor am Zentrum für Demokratie und Friedensforschung unserer Universität. Ihm übergebe ich jetzt das Wort und wünsche uns allen einen anregenden und gewinnbringenden Abend. Ja, liebe Frau Blasberg-Kuhnke, Sie haben das schon so schön auf den Punkt gebracht und zusammengefasst, das Thema des heutigen Abends, dass ich jetzt gar nicht lange reden möchte, denn ich merke, die Spannung im Saal steigt, die Hauptpersonen sitzen rechts von mir. Ich freue mich sehr, Sie alle heute begrüßen zu dürfen und Sie im Publikum auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema des Osnabrücker Friedensgesprächs könnte eigentlich nicht aktueller sein. Gestern hat sich der Bundestag konstituiert oder seine erste konstituierende Sitzung gehabt und die AfD ist mit 92 Abgeordneten eingezogen und dass das politische Klima verändern kann, haben wir schon während des Wahlkampfs, glaube ich, bemerken können und auch gestern gab es das zumindest in Andeutungen zu beobachten. Durch den Wahlerfolg der AfD wird eigentlich in allen Parteien mehr oder weniger stark diskutiert, wie geht man jetzt mit diesem neuen Konkurrenten um und insbesondere in den Unionsparteien wird gefragt, wie schließen wir, also sollen wir das tun und wenn ja, wie schließen wir die rechte Flanke. Dabei richtet sich der Blick immer häufiger nach Österreich, weil dort Sebastian Kurz von der ÖVP die Wahl gewonnen hat, indem er relativ schamlos Themen der FPÖ, der rechtspopulistischen FPÖ, kopiert hat und übernommen hat und jetzt mit denen eine Koalitionsverhandlung führt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die ÖVP zwar gewonnen hat, aber die Strategie, die FPÖ klein zu halten, indem man die Themen übernimmt, hat gar nicht so gut funktioniert, denn das war das zweitbeste Ergebnis, das die jemals in Österreich hatten. Das sind aber keine Besonderheiten von Österreich und Deutschland, dass es Erfolge rechtspopulistischer Parteien gibt, sondern in fast allen europäischen Ländern sitzen populistische Parteien in den Parlamenten. Und insbesondere in unseren osteuropäischen Nachbarstaaten sind diese Parteien sehr erfolgreich. In Tschechien hat der Multimilliardär Andrej Babiš am Samstag mit europakritischen und islamfeindlichen Parolen die Parlamentswahl gewonnen.
in Ungarn und Polen regieren populistische Parteien. Und dadurch wird insgesamt die Europäische Union immer häufiger zur Zielscheibe von Protest und die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten wird schwieriger. Gleichzeitig halten uns die Brexit-Verhandlungen in Atem und jeden Morgen können wir gebannt gucken, was Präsident Trump wieder Neues getwittert hat und welchen größeren oder kleineren Schaden er damit angerichtet hat. Es gibt also ausreichend aktuelle Anlässe, darüber nachzudenken, was diese Phänomene gemeinsam haben, was sie vielleicht auch trennt, wie die etablierten Parteien mit der neuen Konkurrenz umgehen sollten und was der Aufschwung des Populismus für internationale Zusammenarbeit und die Europäische Union bedeutet. Wir müssen also fragen, wie auf Trump, Brexit oder Brexit, Trump und Populismus reagiert werden sollte. Und darauf eine Antwort zu finden, ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Ich bin sehr froh, dass ich die Antwort nicht geben muss, aber wir haben also unsere heutigen Gäste sind die, glaube ich, am besten geeigneten Podiumsteilnehmer, die uns helfen können, Antworten zu finden. Und ich bin mir sicher, dass wir am Ende des Abends alle sehr viel mehr wissen, als wir es jetzt tun. Frau Priester und Herr Müller haben mit viel beachteten Büchern maßgeblich dazu beigetragen, die Debatte zum Thema Populismus weiterzuentwickeln. Und Herr Fischer hat sich immer wieder engagiert, in die öffentliche Debatte eingebracht und die Errungenschaften der europäischen Einigung gegen Anfeindungen verteidigt. Um jetzt maximal von unseren Gästen profitieren zu können, höre ich auf zu reden, setze das nicht fort. Wir beginnen mit den drei Eingangsstatements unserer Gäste. Frau Priester beginnt, dann Herr Müller, anschließend Herr Fischer. Danach werden wir ein paar Fragen gemeinsam diskutieren und vielleicht auch auf Unterschiede hinweisen. Und dann haben Sie noch die Gelegenheit, Fragen an unser Podium zu richten. Ich freue mich sehr auf Ihre Vorträge, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Frau Priester, wenn ich Sie bitten dürfte, zu Beginn